Hallo und ganz herzlich willkommen zum Video und zur heutigen Rezension, und zwar zu Thalamus von Ursula Poznanski. Das war mein allererster und ich habe ihn in einer Leserunde gelesen, und zwar mit Jenny von Jennys Lesestoff, von Steffi vom Buchschnack und mit Babsi, die an der Silmeris Buchbox mitarbeitet. Ihr kennt die drei lieben Mädchen ganz sicherlich, und ja, wir haben eben gemeinsam dieses Buch gelesen. Eigentlich haben ja die Steffi und die Jenny gemeinsam den Poznanski-Monat ins Leben gerufen. Sie wollten eben gemeinsam mehrere Poznanski-Bücher einen Monat lang lesen, und für Thalamus habe ich mich dann eben angeschlossen, weil dieses Buch, als es damals rauskam, ging relativ viel durch BookTube, und das war eine Zeit, wo ich noch sehr viel BookTube auch geguckt habe. Und ich habe so viele gute Stimmen gehört, schon immer zu den Büchern von Poznanski, und ja, dachte mir, hey, ich kaufe mir das Buch und lese dieses Buch hier einfach mal mit. Die anderen Mädels haben, wie gesagt, mehrere gelesen. Ich bin für dieses hier gejoint. Zu den Büchern gibt es auch jeweils einen Hangout, den wir gemacht haben. Der ist auch online. Schaut mal auf den Kanälen von Jennys Lesestoff und dem Buchschnack vorbei. Dort sind die eben zu finden. Da reden wir ganz intensiv über die Bücher. Wenn ihr wirklich mehr wissen möchtet, wie uns das an einigen Stellen gefallen hat, dann guckt auf jeden Fall in die Hangouts rein. Ja, aber jetzt genug mit der Hangout-Werbung. Ich möchte hier trotzdem noch einmal eine Einzelrezension zu dem Buch drehen. Einmal, um euch meine Meinung nahezubringen und euch zu erzählen, worum geht es überhaupt. Vorweg, auf jeden Fall ist es ein Jugendbuch. Es ist erschienen im Löwe Verlag. Es ist relativ groß geschrieben, wenn man da mal so reinschaut. Von der Qualität okay. Also es ist hinten, ich habe keine Leserille drin. Es ist eigentlich wie neu. Ja, also vom Lesen her war das wirklich sehr, sehr qualitativ gut, weil es ein klares Schriftbild war und das Buch hat auch nichts abbekommen. Ja, also manche Bücher, die kriegen ja sofort eine Leserille hinten rein. Das war hier im Löwe Verlag gut. Das kann ich tatsächlich auch noch nicht so, weil ich vom Löwe Verlag nicht wirklich viele Bücher habe. Eigentlich gar keine. Hat mich aber positiv überrascht. Deswegen hier einmal erwähnenswert. Aufmachung generell finde ich super schön. Aber es geht ja auch um den Inhalt. Und da geht mein Dilemma los. An sich klingt diese Story richtig, richtig cool. Wir begleiten nämlich Timo, und Timo hat einen Unfall. Das passiert auch schon zu Anfang des Buches. Ganz am Anfang der Geschichte begleiten wir ihn eben, wie er einen Unfall hat mit dem Moped-Roller, mit dem er da unterwegs ist. Die Straßen sind eben nass, es ist dunkel. Ja, und dann passiert eben dieser Unfall, und Timo wird hinterher wieder wach und erfährt, dass er halt ziemlich mitgenommen worden ist bei diesem Ereignis. Also er hatte eine schwere Operation und er muss eben einen Reha-Prozess durchlaufen. So fängt die Geschichte an. Das steht auch hinten auf dem Klappentext drauf. Und das Buch dreht sich dann eben um die Ereignisse, die in dieser Reha-Zeit, die Timo durchlebt, passieren. Und wir begleiten ihn eben in dieser Reha-Klinik. Und in dieser Reha-Klinik scheinen so ein paar Dinge nicht zu stimmen. Und was da genau los ist und wie Timo dem Ganzen auf die Schliche kommt, das ist Inhalt der Geschichte. Und es klingt super spannend. Man hat also einen Patienten, der vieles von neu lernen muss, der Sprechen neu lernen muss, der Motorik neu lernen muss. Ja, und in einer Reha-Klinik ist es ja nicht so, dass man dann mal eben nach Hause geht, sondern der ist ja einen längeren Zeitraum und bemerkt dann, dass da irgendwas komisch ist. Und das ist schon sehr beklemmend, weil man ist ja wirklich als Mensch, der vorher alles konnte und dann viele Sachen wie Sprechen oder motorische Dinge nicht mehr kann, wirklich in sich gefangen. Und das hat mich wahnsinnig, ja, interessiert, aus dieser Richtung zu lesen, wie teilt sich ein Mensch mit, der eben seine motorischen oder sprachlichen Fähigkeiten einbüßt, aber merkt, dass irgendetwas um ihn herum nicht stimmt. Wie geht er damit um? Und das hat mich so, 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 so angesprochen an diesem Buch. Und es gibt auch so viele gute Stimmen. Also von dem Grundsatz der Geschichte fand ich es mega, mega gut. Und jetzt kommen wir aber zum Aber. Und mein Aber ist sehr groß. Normalerweise findet ihr Rezensionen auf meinem Kanal, wo ich die Bücher relativ gut bewerte. Das liegt daran, dass Bücher, die mir nicht gefallen, von mir kategorisch abgebrochen werden.
Ich breche Bücher ab, weil ich mir sage, das ist meine Freizeit und ich möchte mich nicht über ein Buch ärgern. Ich möchte nicht nur Fragezeichen im Kopf haben. Wenn mir ein Buch nicht gefällt, breche ich es ab und normalerweise abgebrochenes Buch kann ich auch nicht bis zu Ende rezensieren. Deswegen findet ihr sowas bei mir nicht. Hier anders, weil ich es eben in einer Leserunde gelesen habe, und dann doch wissen wollte, wie die Story ausgeht und was die Mädels dazu sagen. Ansonsten sage ich euch ganz ehrlich, ich hätte dieses Buch abgebrochen. Ich hätte das nicht zu Ende gelesen, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Es konnte mich sowohl von der Geschichte, vom Schreiben her, als auch von der Erzählperspektive von Timo aus überhaupt nicht fangen. Gar nicht. Also, ich habe es gelesen, um mich mit den Mädels auszutauschen und nicht, weil mich die Geschichte interessiert hat. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil ich habe nur Gutes über dieses Buch gehört. Ich habe so viele tolle Bewertungen gesehen und die Bücher von Ursula Poznanski, sei es jetzt das neue Kryptos oder Erebos, die sind so gehypt und die sind hochgelobt und ich habe das einfach bei diesem Buch hier überhaupt nicht nachvollziehen können. Wir begleiten eben Timo und ich hatte das Gefühl, Timo und auch die Leute, die er hier kennenlernt, das sind für mich Personen mit einem Namen, aber die haben überhaupt gar keine Gefühle. Also ich habe überhaupt nicht nachvollziehen können, wie eine Person sich fühlt, ja. Sie haben auch Handlungen gehabt, die aus ihren Gefühlen hergerührt haben, die ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Und ich hatte hier einfach keinen Bezug. Also ich habe überhaupt gar keinen Bezug gefunden. Ich fand das einfach sehr objektiv. Ich konnte mich nicht in die Person reindenken. Und das ist für mich eben an diesem Buch ein riesiger Kritikpunkt gewesen, dass ich halt von Anfang an überhaupt nicht reinkam. Timo hat, wie gesagt, am Anfang diesen Unfall und kommt dann in diese Reha-Klinik und lernt da erstmal einen Freund kennen. Das ist der Karl. Und ich muss sagen, den Karl und auch die Mona, die er später kennenlernt, die mochte ich als Freunde von ihm im Grundgerüst gerne, weil sie ihn eben behandelt haben wie ein Mensch und nicht wie jemand, der einfach motorisch nichts mehr kann und nicht sprechen kann, denn Timo kann nicht mehr sprechen. Das muss er eben neu lernen und auch vieles Motorische muss er neu lernen. Und Karl und Mona behandeln ihn aber, als wäre er ein normaler Mensch. Und ich glaube, das ist für eine Person, die in dieser Situation ist, essentiell wichtig, ja, dass man nicht irgendwie behandelt wird wie ein Marsmensch, von dem man nichts versteht, sondern dass man wirklich behandelt wird wie ein Mensch, dass einem Menschlichkeit auch entgegentrifft. Und das haben Karl und Mona Timo gegenüber gemacht. Und deswegen fand ich Karl und Mona von der Beziehung zu Timo super toll. Ich habe aber trotzdem die Gefühle, die Karl und Mona und Timo verbinden, überhaupt nicht fühlen können. Also wie sie miteinander umgegangen sind, fand ich gut. Aber die Gefühle, die da auch dabei sind und das Zwischenmenschliche, das kam bei mir nicht an. Also für mich war wirklich das Gefühl, das ganze Buch durch eine Ebene. Da kam kein Gefühlshoch, kein Gefühlstief. Das war einfach alles eine Ebene Erzählung. Gefühl für mich überhaupt nicht greifbar. Auch wenn die Personen so gehandelt hätten oder haben, als hätten sie ein gewisses Gefühl dabei empfunden. Nur kam es bei mir eben leider einfach nicht an. Ebenso wenig die Persönlichkeit. Ich fand einige Sachen hier sehr unlogisch. Wir befinden uns hier, wie gesagt, in einer Reha-Klinik und haben hier verschiedenste Personen mit verschiedensten, ich sag mal, Baustellen. Manche Leute können halt wirklich gar nichts mehr. Ja, die können nicht laufen, die können sich nicht bewegen, die können nicht sprechen. Ja, also das ist schon so wirklich wachkomatös. Manche Leute sind schon am Ende der Reha-Zeit und können sehr viel wieder, haben vielleicht nur ein Stocken im Sprechen oder gehen ein bisschen schräg. Der Karl zum Beispiel, der ist in seiner Reha schon sehr, sehr weit und der kann eigentlich so gut wie alles wieder. Die Mona, die hat noch ihre Wehwehchen. Ich möchte das jetzt überhaupt nicht vorwegnehmen. Und der Timo, wie gesagt, der muss halt alles neu lernen. Er lernt aber sehr schnell. Und da ist auch ein Punkt, den ich super unlogisch fand. Wenn jemand wirklich nicht mehr sprechen kann, nicht mehr laufen kann, nicht mehr greifen kann, dann ist es für mich total unlogisch, in der Schnelle der Zeit viel Fortschritt zu machen. Weil das Buch gibt einem auch keine direkte Zeitspanne. Ich kann nur vermuten, wie lang die Zeitspanne hier war. Ich glaube, es waren so was um die 4, 5 Wochen, ja, in der dieses ganze Buch gespielt hat.
von Timos Unfall bis zum Ende. Und Timos Reha-Prozess war für mich unnachvollziehbar schnell. Dieser Reha-Prozess wird dann durch ein Element, was in diesem Buch auftaucht, noch erklärt, beziehungsweise versucht zu erklären. Aber dieses Genre, ja, was ich hier anspreche, worauf ich nicht weiter eingehe, weil ich hier niemanden spoilern will, ist irgendwie hier so die letzten 110, 115 Seiten ungefähr so viel, ja, widmet sich dann tatsächlich dem eigentlichen Thema des Buches. Vorher geht es eigentlich nur darum, wer ist denn hier alles da, wer hat welche Beziehung zu wem. Und Timo und seine Freunde finden dann eben heraus, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und was da nicht mit rechten Dingen zugeht, das finden sie eben erst am Ende heraus. Wenn ihr das genauer wissen wollt und euch auch Spoiler nicht stören, wie gesagt, dann schaut euch den Hangout an. Hier deute ich das nur an, weil ich wirklich nicht den letzten Teil vom Buch vorwegnehmen möchte. Dann braucht man es nämlich gar nicht mehr lesen. Fakt ist einfach nur, dass Timo etwas bemerkt in den Krankenakten der Personen, dass da Ungereimtheiten sind und dass auch deren Gesundheits- und Gesundungsprozess vielleicht damit zu tun haben könnten. Das reiße ich jetzt hier mal so an. Und wer dahinter steckt und was da genau passiert ist, das ist nämlich eben eigentlich das große Geheimnis in dieser Klinik. Thematisch super coole Idee. Das, was hier am Ende passiert ist, auch echt interessant, aber einfach viel zu wenig für das ganze Buch. Das war für mich, man hätte quasi das hier alles weglassen können am Anfang, dann wäre das Buch ein bisschen dünner gewesen, aber für mich besser, weil ich konnte die Personen einfach nicht greifen. Auch dieses Vorgeplänkel mit den Personen hat mir eigentlich nichts gebracht, außer dass ich mich frage, ja, und wann geht die Geschichte jetzt los? Also ihr merkt schon, für mich ein ganz, ganz großes Problem mit diesem Buch. Fällt mir natürlich dann in dieser Rezension auch super schwer, euch zu erklären, wieso ich ein Problem damit hatte. Letztendlich war es der Schreibstil. Ich habe überhaupt keine Gefühle mitbekommen. Dann gab es hier noch zwei Personen in dem Buch, bei denen ich am Ende denke, wieso gibt es diese Personen? Die machen überhaupt keinen Sinn für diese Geschichte. Auch in dem Hangout wird beides besprochen, gehen wir auf beide Personen ein. Und zwar ist es einmal eine Person von extern, die noch in dieses Geschehen eingebunden wird. Und einmal ist es eine Person, die intern in dieser Klinik verwurzelt ist, wenn man das so sagen möchte. Und für mich haben beide Personen überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Also die Person von extern, die hätte man auch einfach komplett streichen können, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was die da überhaupt sucht und soll. Hat für mich gar keinen Sinn gemacht. Und die Person von intern, die war für die Auflösung des Geschehens wichtig. Das war die Schlüsselperson. Aber nee, also man hätte das auch ohne diese Schlüsselperson machen können. Die Schlüsselperson beantwortet nur die W-Frage am Ende, nämlich das Wieso. Aber die ganzen anderen Sachen, die der Leser wissen will, wann, was, wie funktioniert das? Weil ganz, ganz viele Fragen hier am Ende ist, wie funktioniert das, wurden überhaupt gar nicht angesprochen. Und kam erst zum Ende des Buches. Und das fand ich einfach sehr, sehr schade. Wir befinden uns in einer Klinik und hier haben wir natürlich auch eine gewisse medizinische Versorgung. Und was mir sehr wichtig ist anzumerken, ist, dass ich das total unlogisch fand, was hier passiert ist. Wir haben hier, habe ich ja schon vorher angedeutet, so mysteriöse Vorkommnisse. Ja? Patienten, da steht ihr hinten sogar drauf, können irgendwas, was sie nicht können sollten. Nicht nur Timo, sondern vielleicht auch andere. Dazu gehört zum Beispiel, dass manche Patienten, die normalerweise motorisch überhaupt gar nicht in der Lage sind, was zu tun, trotzdem ein ausgeprägtes Muskelsystem haben. Das macht keinen Sinn. Denn wenn sich jemand nicht bewegt, dann werden Muskeln abgebaut. Und dann kommt der Arzt und sagt, ach ja, also für Ihren Zustand haben Sie aber ein ausgeprägtes Muskelsystem. Das macht keinen Sinn. Ja, das funktioniert nicht. Da muss den Ärzten auffallen, dass da irgendwas nicht stimmt. Das muss denen auffallen. Das fällt auch auf. Ja, das sind solche Dinge, wo ich mich beim Lesen gefragt habe, okay, es ist ein Jugendbuch, aber ich kam mir so ein bisschen für verkackeiert vor. Also für
Mir ist es aufgefallen einfach. Und ich glaube, dass es auch anderen Lesern, auch jungen Lesern, auffallen könnte, dass da manche Dinge einfach keinen Sinn machen. Oder der Timo und der Karl, die brauchen eine Information. Ja, da ist etwas passiert und die brauchen eine Information. Und was machen die? Die gehen zum Personal, ja, zum Personal in diesem Gesundheitssystem, sage ich mal, entweder ein Arzt oder ein Krankenpfleger oder generell eine andere Pflegeperson und fragen einfach, hey, was ist da passiert? Und da gibt es kein Arztgeheimnis. Da wird einfach erzählt, was passiert ist. Da ist überhaupt kein Datenschutz. Ich bin da so dran angeeckt und ihr merkt, ich reg mich da immer noch drüber auf, weil ich mir einfach für blöd verkauft vorkam. Ich gehe doch auch nicht in eine Arztpraxis und sage, also die Person, die hier rausgegangen ist, die kenne ich vom Sehen. Können Sie mir mal erzählen, warum die bei Ihnen war? Was hatten die für eine Krankheit? Da wird mir doch kein Arzt Auskunft geben. Ganz anders hier. Hier wird das einfach erzählt. Und ich finde das total komisch. Und das ist auch einfach total widersprüchlich. Das ist unrealistisch. Und das hat mich massivst gestört. Und dann gab es noch einen Punkt. Einerseits ist immer irgendwie ein Pflegepersonal da. Also wenn man irgendwie eine Frage hat, was ein anderer Patient hat, was einen nichts angeht, dann geht man einfach zum Pflegepersonal und fragt. Und da ist dann auch jemand und beantwortet das einfach so. Und dann sind andere Dinge, wo einfach kein Pflegepersonal da ist. Es gibt zwei Szenen, die ich jetzt nur anreiße. Einmal treffen sich hier bestimmte Leute und es fällt keinem Pflegepersonal auf, dass bestimmte Leute an Orten sind, an denen sie nicht sein sollten. Da ist scheinbar kein Pflegepersonal, dem das auffällt. Das macht für mich erstmal keinen Sinn. Dann gab es noch eine andere Stelle und zwar haben diese Reha-Patienten natürlich auch ihre Einheiten, ja, sei das Sprachtherapie, Ergotherapie, Physiotherapie, dann haben die Schwimmsessions und Motorik-Sessions und all sowas. Das macht ja auch alles Sinn. Manches haben die einzeln und manches in Gruppen. Alles völlig in Ordnung, ja. Aber man hat dann eine Session und da ist dann natürlich eine Ärztin oder ein Arzt, eine Pflegerin oder ein Pfleger da. Und nach der Session ist die Person dann weg. Und Patienten, die motorisch eingeschränkt sind, so heißt es richtig, müssen sich gegenseitig beim Umziehen helfen. Hä? Wenn ich doch als Patient schon alleine nicht in der Lage bin, meine Sachen anzuziehen, dann brauche ich Hilfe dabei. Und dann kann man auch nicht von mir verlangen, dass ich als motorisch Eingeschränkter jemand anderem auch motorisch Eingeschränkten helfe. Das geht nicht. Und ja, das waren einfach so Dinge, da bin ich total drüber gestolpert. Und das ist so schade, weil die Story eigentlich eine richtig coole Idee war. Denn das Thema auf den letzten Seiten, was kommt, war total meins. Das Thema war total meins. Und ich muss sagen, das Thema des Buches ist mega cool. Da hat Frau Poznanski sich wirklich was richtig Cooles ausgedacht. Also Wahnsinnspotenzial, mega interessant. Aber die Umsetzung war für mich einfach leider nichts. Und ich habe es in dem Hangout gesagt und es tut mir auch wahnsinnig leid, aber ich möchte da einfach ehrlich sein. Ich habe dem Buch 0,5 bis 1 Stern für die Idee gegeben. Wie gesagt, ich hätte es abgebrochen, hätte ich es alleine gelesen, hätte ich wahrscheinlich nicht weitergelesen als. Ja, okay, geben wir dem Buch ein paar mehr Seiten, so viel. Da hätte ich mir gedacht, was soll das überhaupt? Ich hätte es weggelegt. Die Idee, das Thema hinten, was dann kam, war echt cool. Da gab es noch ein paar Sachen, wo ich mir denke, da wäre ich so nicht drauf gekommen, wie Timo da auf diese Zusammenhänge kommt. War für mich aus der Luft gegriffen. Aber konnte ich noch mit leben und das Thema am Ende war echt gut. Aber so die Umsetzung, für mich sind die Personen leere Hüllen geblieben. Also wären die jetzt am Ende alle gestorben, das klingt hart, aber das wäre mir egal gewesen. Dann wären sie halt gestorben. So, ne? Also sehr schade, wirklich sehr schade. Ich kann aber auch verstehen, warum viele sagen, ich finde das cool. Also es hat ja super viele gute Bewertungen und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Nur für mich war es leider nichts. Und der Vollständigkeit halber von mir auch mal eine nicht so gute Rezension. Ihr seht also, mir gefällt wirklich nicht alles. Ja. Das soll es von mir und Thalamus gewesen sein. Ich wünsche euch trotz allem einen schönen Tag und ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren sagen, ob ihr dann eine ähnliche Meinung hattet oder eine ganz andere Meinung. Ich kann das total nachvollziehen. Geschmäcker sind verschieden. Es ist halt einfach schade, weil ich mir dachte, Mensch, Frau Poznanski könnte vielleicht eine Autorin für mich sein, aber
Schlussendlich dann leider nicht. Naja, das Buch darf bei mir ausziehen und findet hoffentlich ein Zuhause, in dem es geliebt wird. Und ja, das war's von mir soweit. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.